Ich hab das auch nicht verstanden, das hab ich auch nicht mit dem Fahrrad kommen können. Wollt ihr Bowling? Vielleicht kann er wenigstens noch mal Thank you.
mal hingehen. Der große Zittern, weil man ihr gedacht hat, es kann nicht sein, die hauen ab und morgen sind die Russen hier. Berlin in diesen Tagen kämpft gegen eine Krise gigantischen Ausmaßes.
Die Ungewissheit steigerte sich zu drohender Gefahr, als die Russen die Zufuhren nach den westlichen Sektoren sperrten. Ernst Reuter, der gewählte, aber von den Russen noch nicht bestätigte Bürgermeister von Berlin, sagte: Berlin wird nicht drankommen. Wir wehren uns mit allen Mitteln bis zum Äußersten gegen den Machtanspruch wenden, der uns zu Sklaven machen will. Die Westberliner Presse. Das sind Luftwaffen vielleicht 3-4 Wochen, vielleicht auch 1,5 Monate, aber auf jeden Fall nicht sehr lange. Die schauten uns an, schütteten uns die Hände.